Wenn man von Prügelspielen spricht, denkt man zumeist an Bandai Namco, Capcom und SNK. Die drei haben mit Tekken, Soul Calibur, Street Fighter, King of Fighters oder Samurai Showdown das Beat'em-up seit über 20 Jahren geprägt. Dabei wird jedoch gerne ein Nippon-Entwickler übersehen, der ebenfalls seit über 2 Dekaden aktiv ist und mit Serien wie Guilty Gear oder BlazBlue bis heute seinen Anteil daran hat, dass das Genre so beliebt ist wie eh und je: Arc System Works. Im Special beleuchten wir die illustre Geschichte der Japaner, die von Final Lap bis Dragon Ball FighterZ eine überraschende Bandbreite auch abseits von Prüglern anbieten. Als Arc System Works im Mai 1988 in Yokohama gegründet wurde, war man noch weit von dem Status eines Prügelspiel-Spezialisten entfernt. Stattdessen verdiente man sich sein Geld mit Umsetzungen. Für Namco zum Beispiel setzte man Final Lap und Rolling Thunder für das NES um. Anfang der 90er zeichnete man unter anderem für die Mega Drive-Version von Battletoads oder die SNES-Variante von Suzuka 8 Hours verantwortlich. In den ersten 10 Jahren entwickelte man auf allen wesentlichen Konsolen von NES bis PlayStation 1 und hat sich an Sportspielen wie Virtual Open Tennis auf dem Sega Saturn ebenso versucht wie an Sailor Moon, das die erste Eigenentwicklung von Arc System im Bereich der Beat'em-ups darstellte. Während Namco mit Tekken sowie Soul Blade, ebenso wie Sega mit Virtua Fighter oder Capcom mit den EX-Ablegern von Street Fighter, Mitte Ende der 90er Jahre den Schritt in die dritte Dimension wagte, blieb Arc System mit der Premiere von Guilty Gear im Jahr 1998 dem 2D-Stil treu. Dabei war ursprünglich geplant, die Figuren als dreidimensionale Modelle zu rendern. Die Entscheidung, sich entgegen dieser Planung schließlich auf handgezeichnete Sprites festzulegen, sollte sich zu einem der definierenden Merkmale der Arc System-Prügler entwickeln. Zwar hatte man damals nur 10 Figuren zur Auswahl, die in die Duelle von Menschen und bioorganischen Waffen geschickt wurden, doch mit einem schnellen sowie intuitiven Kampfsystem, das aber dennoch zahlreiche Finessen bot, erreichte Guilty Gear schnell Kultstatus. Es sollten zahlreiche Um- und Fortsetzungen folgen, die nicht nur in den Spielhallen, sondern auf nahezu allen wesentlichen stationären und mobilen Systemen von Wonderswan über DS bis hin zu Xbox 360 und PC die Fangemeinde wachsen ließen. Die bislang letzten Teile der Serie, Guilty Gear Xrd Revelator und Guilty Gear Xrd Rev 2, blieben auf Konsolen allerdings den Sony-Spielern vorbehalten. Bei diesen hat man übrigens das Pixel-Design zugunsten von Polygonfiguren aufgegeben. Das jedoch ändert nichts daran, dass man weiterhin auf einer zweidimensionalen Ebene kämpft, sondern stärkt eher den Anime-Charakter der Auseinandersetzungen. Daisuke Ishiwatari, der Designer, Produzent und Komponist von Guilty Gear, hat mit seiner Überzeugung, dass Guilty Gear schon schwer sein sollte, weil für ihn andere Kampfspiele vergeblich versucht haben, sich an Gelegenheitsspiele anzubiedern, einen weiteren Grundpfeiler für Prügler von Arc System geschaffen. Und als 2008 BlazBlue Calamity Trigger in den Spielhallen sowie ein Jahr später auf PS3 und Xbox 360 erschien, haben sich Toshimichi Mori und Yuki Kato als Hauptverantwortliche an den Kernelementen von Guilty Gear orientiert. Man findet hier einen gehobenen Schwierigkeitsgrad vor, der sich vor allem in einer komplexen Steuerung mit steiler Lernkurve äußert. Und zu alledem versucht man eine Geschichte zu erzählen, die über das übliche "böser Mensch und seine Schergen müssen in Kämpfen niedergerungen werden" hinausgeht. Die Mischung aus Anime-Sequenzen und vertonten Standbildern im Stile einer Visual Novel sowie der erzählerische Fokus sollten zu einem weiteren Markenzeichen von Arc System werden. Bei den Fortsetzungen bzw. erweiterten Versionen übertrieb man es allerdings für manche. Im Story-Modus von BlazBlue Central Fiction zum Beispiel konnte man zwar Stunden verbringen, doch Kämpfe gab es vergleichsweise wenige. Das änderte jedoch nichts daran, dass auch BlazBlue seinen verdienten Platz im Prügel-Olymp einnehmen konnte. Angesichts des erzählerischen Fokus, den vor allem die späteren Teile zeigten, verwundert es nur wenig, dass Arc System mit Crossblaze eine Visual Novel-Serie im gleichen Universum veröffentlichte. Als nächstes BlazBlue soll in diesem Jahr Crosstag Battle erscheinen, bei dem ähnlich der Warriors All-Stars von Tecmo Koei bzw. J-Stars Victory vs. Plus diverse Serien von Arc System aufeinandertreffen. Als Arc System Works im März 2012 Persona 4 Arena veröffentlichte, gefolgt 2 Jahre später von Persona 4 Arena Ultimax, bündelte man alles, was man in den 15 Jahren zuvor im Bereich der Prügelspiele an Erfahrung gesammelt hatte. Ein leicht zu erlernendes, aber schwer zu meisterndes Kampfsystem, ein fantastisches 2D-Art-Design mit schicken Animationen, das sich natürlich an Atlus Rollenspielserie orientierte. Dazu eine Geschichte, die nicht nur einfach Ereignisse von Persona 4 in Prügelform presste, sondern diese fortsetzte und versuchte, einige offen gebliebene Fragen zu beantworten. Spätestens hier war klar, dass sich Arc System Works in der selbstgeschaffenen Nische als Verfechter klassischer Prügelkunst sehr wohl fühlte.
Das zeigt man im Übrigen auch als Publisher von Titeln wie Arcana Heart oder Under Night in Birth X Late, deren Latest-Variante demnächst auf PlayStation 4 erscheinen wird und die sich alle zumindest hinsichtlich des konsequenten 2D-Pixel-Designs an Arc-Prüglern orientieren. Dass Arc System Works im Allgemeinen hohes Ansehen genießt, wird auch dadurch deutlich, dass Bandai Namco die Lizenzumsetzung des klassischen Beat'em-up Dragon Ball FighterZ vertrauensvoll in die Hände von Arc System legte. Doch man hat nicht nur hochprozentige Prügler im Repertoire. Im Hintergrund hat man in den letzten Jahren daran gearbeitet, sein Portfolio durch Zukäufe wie zum Beispiel die Komplettübernahme aller Lizenzen von Technos Japan, unter anderem Double Dragon, sowie die Veröffentlichung zahlreicher eher in den Indie-Bereich fallender Projekte zu erweitern. Man zeigt sich dabei auch offen für alle Genres. Die eher ungewöhnliche Erforschungsstrategie Neo Atlas 1469 ist genauso dabei wie der Evolutionssimulator Birthdays the Beginnings. Absolute Megaseller oder spielerische Überflieger sind dabei zwar nicht zu finden, dennoch hat sich Arc System Works in den letzten fast 30 Jahren zu einem wichtigen Impulsgeber im japanischen Entwickler- bzw. Publisher-Markt gemausert, für den Ideale und Überzeugungen in vielen Bereichen wichtiger zu sein scheinen als die Verkaufszahlen. Denn für die kann man sich jederzeit auf seine Prügelexpertise zurückfallen lassen.